Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stecken hier immer noch im Schneechaos fest, und zwar der Tieflader mit den Pistenrauben. Die, ja, wir haben das gute Stück aufgebockt, die müssen ins Skigebiet hoch und wir kommen nicht weiter. Wir haben den Herrn Bergmann angerufen in der Hoffnung, dass der uns hier hilft. Oh, Herr Bergmann kommt auch schon. Und heute natürlich auch mit dabei der Herr Kolmleiten, der Herr Meier und der Herr Wartlinger. Hallo. Und ich glaube, das ist auch der Herr Schneider hier, kann das sein? Das Hallo, Herr Schneider. Was ist denn hier los? Ich grüße Sie. Ja, wir haben ein kleines Problem. Bergmann. Wir müssten erstmal hier den Schwerlasttransport ganz kurz versuchen, da rauszuziehen. Hey, Bergmann, langsam reiten, gell? Ja, wir haben abgebockt. Aufgebockt. Vielleicht fahren Sie einfach mal das Polizeiauto ein Stückchen. Naja, Herr Rosenberg, ich fahre das Auto weg, wenn ich will, ja? Nicht, wenn Sie wollen. Ja, ich hab's verstanden, Sie sind jetzt, der Boss. Ich will jetzt das Auto wegfahren. Ich räume dann alleine schon mal die Schilder hier weg. Ist kein Problem, ich mach schon Platz. Oh, schön langsam. Moment. Ja? Okay. Soll ich die Kette einmal dran? So. Moment. Ich hoffe, das hält. Herr Bergmann? Ja. Schön sachte bitte. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen oder wegreißen hier. Ich hoffe, dass dadurch, dass es ja durch Schnee ist, das Ganze sich jetzt hier. Sachte. Moment, ich muss das anmachen. Sachte. Okay, ziehen Sie mal ganz sachte an. Sachte. Haben Sie Allrad drin? Freilich. Sicher, weil es dreht sich nur die Vorderachse. Nein, die Hinterachse dreht sich auch langsam. Oh, jetzt hat's geruckt. Jetzt aber. Der Tieflader, der schrammt schön über den Eisfatzen hier. Schön sachte. Der reißt auseinander, ich sehe das. Richtig Gas, Herr Bergmann. Bisschen hinten aufpassen, nicht, dass das Ding ja runterfällt. Oh, wir haben schon leichte Schieflage, Moment. So, jetzt nochmal mit Schwung. Machen Sie nochmal. Nee, Moment, ich versuche mal einen Rückwärtsgang. Kommen Sie mal ran mit der Kette. Ich versuche mal ein bisschen. Ja, der Tieflader, der ist hier ganz ordentlich im Schnee drin. Moment, noch ein Stück. Ja. Stell mich mal da hinten auf die Straße, nicht, okay, dass da gleich einer noch einfährt. Jetzt nochmal mit Schmackes. Das müssen wir durchziehen. Nehmen Sie die Kelle aus dem Auto mit. Ja, ist was dran. Ziehen. Ja. Ja! Ja! Da ist er abgerissen! Moment, stopp! Oh Gott. Langsam wieder zurück. Langsam zurück. Oh Gott, ey. Dass der so festgefahren ist hier, das hätte ich aber jetzt auch nicht gedacht. Moment. Herr Rosenberg, soll ich mal den Formotion anhängen? Mhm. Noch zurück. Zurück. Was halt davon? Herr Kohlleiten, schöne Winkbewegungen, gell? Ja. Komm, wir setzen uns hier hin, Herr Wartlinger. So, jetzt fahren wir. Wir setzen uns hier hin, hier ist Theater. Noch zurück. Jetzt fahren wir hier rechts. Mach ich auch, ja. Ja, noch weiter zurück, ruhig. Gut, und jetzt im Schmackes und rechts geradeaus irgendwie. Da ist nicht so viel Schnee, dass wir zu drüber kommen. Und gib ihm richtig mit. Das wird eine ganz enge Nummer. Ja! 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 Zieh! Drüber! Okay, lass dran! Zieh durch! Polizeiauto, was ist davon los? Gas! Langsam! Oh, stopp! Gas! Zieh! Geht der aber beschissen. Wo sind Sie? Ist ja auch glatt. Sieht gut aus, Herr Bergmann, sieht gut aus. Kelle wieder rein. So! Komm ins, bewegt! Weiter. Hast du gesehen? Der Radlader von Herr Schneider, schönen Tag Ihnen! Genauso wenig wie der. Das haben sie jetzt aber hoffentlich nicht über den Funk getackt. Nee, nur unter uns zwei. Okay, so. Okay. Ich kann auch hören, was sie im Funk sagen. Alter Schwede, ey, wir haben hier richtig zu tun. Gib alles, Paul. Gib alles. Er gibt alles. Das kann doch nicht sein, ey. Der Berg hoch hier, das ist aber eine Katastrophe.
Das ist so glatt, ist, oder? Ja, guck mal, wie es hier, guck mal, was hier auch für ein Stich hochgeht. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, da hinten ist geschoben, oder? Wenn der nicht geschoben ist, dann müssen wir, können wir gleich dran lassen. Wie schnell fährst du mit dem Ding, Max? 15, 16, 17. Warte. Hab ich an die verloren, Herr. Okay. Wart länger. Ja, mit Bremskurz. Achtung, Bremse. So, jetzt gib Gas. Jetzt rollen wir, jetzt sind wir gut im Fluss. Das sieht gut aus. Was ist jetzt da vorne? Steht ihr auch? Nein. Gegebt, fahrt. Boah, keiner hält am Berg an, mit dem Schwerlast da, bei Schnee. Von hinten ist alles frei. Oh, Herr Schneider? Ja? Kommen Sie hoch? Der wird schon wieder langsamer. Der wird schon wieder langsamer. Zieh! Herr Bergmann, ich glaube, da oben ist der Schnee zu Ende. Ja, hab ich nicht. Herr Bergmann? Ja. Ich dachte, Sie sind eingepennt. Nee, konzentriert. Ja, es ist auch eine ganz schöne Hausnummer, ey. Mal ein bisschen Salz auf der Straße wäre nicht verkehrt. Könnt ihr die Stadt eigentlich mal was springen lassen? Vielleicht könnt ihr, Herr Bartlinger, vielleicht könnt ihr da ja mal was anstoßen. Ja, ich meine, der Bauhof, der dafür zuständig ist, da haben sie die bessere Quelle. Die Mittel, Herr Wartlinger, die Mittel fehlen. So. Ja, die Mittel können wir auftreiben, alles gut. Die Mittel, das ist ja das. Vielleicht das nicht immer ständig ein neues Polizeiauto, vielleicht mal ein bisschen mehr Salz. Wenn ich Oxy-Action oder was bei uns. Ja. Oh, jetzt geht er wieder besser. Boah, wann sind wir denn oben? Kommt hier noch so ein Berg? Herr Rosenberg, können Sie mal erklären, warum der Herr Meier mit dem Ding auffahrt und Sie nicht? Ja, fragen Sie doch den Herrn Meier und ich mich! Können. Vielleicht hat der ein LKW, wo Allrad und was weiß ich nicht alles drin ist. Oder hat mir den gegeben mit abgefahrenem Profil, was weiß ich denn. Herr Wartli, und kontrollieren Sie doch mal, ob der Herr Rosenberg Sommerreifen drauf hat. Oh, das können wir gleich mal nachschauen. Herr Kolmleiten. Ja. Also wissen Moment. Wissen Sie denn, was wir für eine Funktion Moment, haben? Da habe ich den Einwand. Den Einwand muss ich kurz bringen. Wer zieht beim LKW Sommer- und Winterreifen auf? Das soll mir jetzt mal einer erklären. Und das von der Transportförder, für der Spiel. Wieder aufgestellt. Gut, war mit Gutschwung. Herr Meier? Ja? Sie wechseln am LKW also Reifen? Ja. Leidenschaftlich gerne. Ich glaube, wir dienen hier als Sicherung. Und warum fahren wir voraus? Damit wir die Strecke sichern, damit das hinten reibungslos funktioniert. War das nicht immer so, aber wir fahren immer voraus? Wir sind ein Konvoi. Konvoi in dem Sinn hat dann das Recht, gilt als ein Fahrzeug. Deswegen fahren wir voraus, warnen den Verkehr und alles weitere dürfen dann auch folgen. Also sprich auch über rote Ampel und dergleichen. Herr Wartlinger? Ja. Muss ein Konvoi nicht beflaggt sein? Kann, muss aber nicht. Sicher? Ja. Aber es muss das Konvoi Anfang und Ende klar zu erkennen sein. Ja, das Konvoi Ende ist der Herr Schneider. Ah, okay. Wir haben leider nur ein Auto. Das tut mir jetzt sehr leid. Können Sie mal sprechen über Mittel? Herr Wartlinger, darf man einen Konvoi überholen? Wenn es das zulässt, ja, man darf nur nicht in den Konvoi einscheren. Das darf er wirklich nicht? Ich weiß nicht, fragt jetzt ehrlich aus. Also okay. Es kann man nicht immer vermeiden, aber man sollte es meiden, in Konvois einzuscheren. Okay. Aber überholen zum Beispiel auf der Autobahn darf man auf der normalen Straße nicht. Okay, verstehe. Ja, klingt ja ganz interessant. So, ich glaube, wenn wir hier oben sind, Herr Bergmann, haben wir es geschafft, oder? Wieder langsamer. Ah nee, da kommt ja noch ein Berg. Ich würde es erwarten. Die rechte Seite geräumt, also Sie können durchfahren. Herr Bergmann, ich würde es alleine probieren ab hier vorne. Na freilich. So, lasst uns mal durch den Kreisverkehr und dann hängen wir ab. Boah, nee, da ist so nee, das ist viel zu aufregend für mich. Für sowas habe ich, vor allem habe ich gar keine Zeit für sowas. Ich müsste eigentlich auf der Straße sein und salzen und räumen. Was machen Sie denn jetzt? Stopp. Also wir müssen da hoch. Ach, na dann. Gut. Ich dachte, wir fahren geradeaus. Okay.
Wir kommen! Damit der haben wir Zeit. Ja, fahrt's! Fahrt's zu! Da sieht man, hier hat der Bergmann geräumt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hier ist kein Schnee mehr, hier ist geschoben tatsächlich. Lass es uns doch hier hoch und dann würde ich sagen, versuch's du alleine weiter. Ich tausche mal die Technik. Herr Schneider, wieso verfolgen Sie uns überhaupt? Weil ich dann Schnee laden muss für die Piste. Ach, Sie tun auch Schnee transportieren? Ja, und ich werde leider ausgebremst. Ja, das tut mir sehr leid. Ich würde ja sagen, überholen Sie doch einfach. Gut Ding will Weile haben. Ah, da haben Sie recht. Oh, da kommt schon der nächste hinter Ihnen. Gucken Sie mal. Boah, hier ist aber auch Schneetransport ohne Ende. Das gibt's ja gar nicht. Stopp. Stopp. Oh, hier oben hängen wir ab. Das sieht gut aus. Da haben wir es gepackt. Boah. Gibt's ja gar nicht. Bist du da? Ich glaube, wir sollten gleich da sein, ja? Nein, aber gleich sind wir da. Gut, halten Sie mal an, Herr Bergmann. Zum Beispiel auch vorne weg herkommen leiten, dass man, wenn Gegenverkehr kommt, ne, dann können wir ein bisschen mittig fahren, so. So. Ja. Und dann können die Fahrzeuge, die entgegenkommen, quasi rechts weiter ausscheren. Wann sich hängen die wieder an hinten? Oh, ja, perfekt. Herr Bergmann! Ich danke Ihnen vielmals für die Unterstützung, für die Hilfe. Danke, dass Sie da jetzt hier. Naja, die Rechnung kommt. Ja. Super. Traumhaft. Ich bin wieder auf Kurs. Sieht aus, als könnte ich alleine weiterkommen. Wir können also wieder ein bisschen schneller. Ja, Bergmann, lass mal noch vorbei. Und weiter. Den nehme ich mir als Ziel, den als erstes ins Gefängnis zu bringen, Herr Wartlinger. Wer hat sich denn mit dem blauen Anhänger bei uns noch eingeordnet? Herr Rotwild. Herr Rotwild? Ja. Ah, super. Ich war vorhin bei ihm am Hof gewesen, nur zur Info. Ich habe da mal geschaut, was die Umbauarbeiten, die restlichen, ob die abgeschlossen sind. Das sieht ja richtig gut aus, Mensch. Doch, bin sehr zufrieden. Ist sehr gut geworden. Ja, Sie wissen natürlich, was dann jetzt ansteht bald, ne? Ein Hoffest, ja. Nach der Rechnung können Sie direkt das Hoffest machen, genau. Nein, ich muss mal schauen. Ein Berg, bitte Tempo aufnehmen. Oh, 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 oh. Jetzt aber bitte wie sportlich. Sportlich. Rotwild, wieso haben Sie einen blauen Anhänger? Der müsste ja rot sein eigentlich. Sportlich, sportlich. Ich muss nochmal gegen den Strom schwimmen. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ach du grüne Neune. Oh, 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 oh. Die Achse rutscht schon wieder hinten derbe. Nicht anhalten, Oswin, dann geht's. Ja, ich bin gut im Flow, es geht. Oh, bin oben. Und die Kurve bricht mir ein bisschen das Genick hier. Oha. Oh, wir sind angekommen, Gott sei Dank. Ey, das halten meine Nerven nicht aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also das kann ich, das wäre nicht noch länger gut gegangen. Sollen wir hier gleich abladen? Ich würde sagen, wir laden hier ab. Komm, das macht doch keinen Sinn, da hochzufahren, oder? Ist das in Ordnung, Herr Wartlinger? Ja, machen Sie das. Ich komme zwar easy rein, aber machen Sie das. Naja, aber nicht, dass wir uns wieder festfriemeln. Dann stehen wir wieder hier. Hier unten passt es ja so halbwegs. Ja, dann auf. Laden Sie ab. So. Keiner in diesem Scheißdorf nimmt die Polizei ernst. Ich raste hier aus, ey. Was ist denn los? Herr Rosenberg, wenn Sie noch einmal mein Auto anfassen, dann fasse ich Sie an, ja? Aber nicht auf die zärtliche Art und Weise. Herr Wartlinger, Entschuldigung, ey. Es war ein Spaß, ey. Es tut mir leid, ich wollte nicht negativ auffallen. Ja, sind Sie heute schon mehrmals. Denken Sie bitte auch an Ihre, denken Sie bitte an Ihre große Liebe. Ja, wenn ich an die denke, dann das beruhigt mich. Deswegen haben Sie noch kein Bett im Gesicht. Quasi. Ja, ich wollte ihn. Oh, super, erst einmal den LKW gerammt, so macht man das super mit neuen Maschinen. Habe ich überhaupt nicht. So, gut. Danke, Herr Wartlinger. Ich bin auf der Piste. Oh, nee, ey. Wir fahren dann noch die LKWs weg, oder? Ja, ich fahre jetzt. Moment, ich fahre jetzt erstmal hier auf Seite. Kommen Sie, Herr Mayer, wir fahren die LKWs noch rein. Wenn die jetzt abgeladen sind, soll das ja easy funktionieren. Ja. So, dann fahren wir die auch noch auf Seite. So.
Herr Meier, wir heulen nicht. Was? Nein, die Wölfe heulen, habe ich gesagt. Ich würde es auch eher ein Wimmern nennen. So, Vorsicht. Vorsicht. So, perfekt, dann können wir die hier abstellen. Oh, Gott sei Dank bin ich froh, dass das Zeug hier gut heile oben angekommen ist. So, perfekt. Herr Wartlinger. Danke für nichts, für alles. Sie könnten hinten, wenn Sie die Dinger hinten hochmachen, schleift sich so auf den Boden. Herr Meier. Blumenstück. Herr Wartlinger und Herr Kornberg, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung. Ja, nichts zu danken. Und für die Absicherung vom Transport, ne? Ja, Rechnung kommt. Ja, es geht ja nicht, aber ich gehe an die Stadt. Ja, genau. Alles klar. Ich danke Ihnen trotzdem vielmals und wünsche Ihnen noch einen ruhigen Dienst, ja? Jo, danke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Herr Meier? Ja, vielen Dank auch von mir. Herr Meier? Ja? Ja, können Sie mal mir einen Gefallen tun? Übrigens haben wir einen sehr, sehr sexy Schnauzer, der gefällt mir echt gut. Ja. Ich habe ein kleines Problem, ich bin in meinem Leben noch nie so eine Pistenraube gefahren. Können Sie mir vielleicht auch eine kleine Anweisung geben? Klar kann ich das. Okay, super. Ich würde vielleicht einfach auf den Beifahrersitz gehen und würde mir das Ganze mal anschauen. Oder möchten Sie nicht selber fahren und ich mache Beifahrer, dann ja, können Sie gleich auch die ersten... Ja, ja, wenn Sie es mir direkt erklären, dann ist kein Problem. Dann fahren Sie doch mal zur Piste hin. Ja. Machen Sie das Schild, klappen Sie das aus vielleicht. So, Moment, ist hier noch uns frei? Oh, da kommt schon wieder der nächste, wir müssen echt... Achtung, vorne! Oh, ja, das war fast noch das andere Fahrzeug. So, das Schild vielleicht mal ausklappen. Das ist aber mit der Steuerung gar nicht so gut. Ja, warte, ich möchte das hinfahren, dann können wir ausklappen. Drehlicht an, das ist schon mal vorbildlich, dann sehen alle, dass wir hier sind. Ja, okay. Oh mein Gott, ey, das ist aber auch... Ach du grüne Neune, ey, die kippen aber hier auch ab wie die Weltmeister. So. Haben wir hinten müssen wir... Nee, hinten präparieren müssen wir nicht, wir müssen erstmal nur verteilen, ne? Genau, wir verteilen nur. Okay. Normal wäre ja hinten noch die Fräse dran zum Planieren und dann die Piste, das Bild zu machen, aber das haben wir jetzt nicht genau. Jetzt würde ich vorschlagen, machen Sie die Schwimmstellung, das heißt das Schild eigentlich die Höhe erhalten soll. Ja. Und dann machen Sie hier mal Ihre ersten Züge. Schauen Sie, dass der Schnee schön verteilt wird, dass wir ein schönes Bild haben von der Piste. Ja. Genau. Also hier schön sagte einer lang, ja, und den Schnee versuchen gleichmäßig quasi erstmal auf schön gerade zu schieben, ja? Ja, ich würde vielleicht nicht in der Mitte anfangen, sondern ganz links, das würde vielleicht noch mehr Sinn ergeben. Okay, vielleicht alles klar. Kleiner Einschub. Ja, ich muss, denke ich, eh öfters drüber, um hier dann eine gleichmäßige Dings hinzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde hier vorne umlenken und würde dann direkt auf die rechte oder linke Seite dann ganz außen fahren. Alter Schwede, ey, das ist aber auch... Ey, was hier für Schnee rangekarrt wird, das ist ja der absolute Wahnsinn. Bild hoch, genau, weil da müssen wir ja noch nicht verteilen. Oh, hier haben wir die nächsten. Vielleicht den noch ein bisschen anschieben von hinten. Ja, Moment. Ah, der versucht so rum. Okay, das geht auch. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, ja, gehen Sie mal auf die Bergseite. Also rechts, genau. Holla. Ja, da muss ich mich gut halten. Ist ja wie auf der Kürbis. Ja, genau. Und dann können Sie vielleicht das Schild ein bisschen schräg stellen, damit der Schnee ein bisschen rüber geht. Ja, also ein bisschen Piste jetzt einwärts, ja? Genau, ein bisschen talwärts. Ja, okay. Dann runter vielleicht. So, und jetzt schieben wir hier das ganz entspannt. Ah ja, okay, ich sehe schon jetzt. Genau, das kommt. Schneekanonen werden ja ersetzt, die sind ja eh. Naja. Und das zeitliche gesegnet von dem her. Ja. Ist das schon. Hier vorne fährt die Gondel hoch, was ein wunderschöner Anblick. Oh, ich sag Ihnen, also ich liebe das ja auch, ne? So Skifahren und die Landschaft und alles und. Ja, das ist ich liebe das. Sind Sie Skifahrer? Fahren Sie selber? Ja, ich fahre leidenschaftlich Ski. Oh, die sind bestimmt, also so wie ich Sie einschätze, so ein schwarzer Pisten Kamikaze-Pilot, oder? Ein Kamikaze-Pilot, ne? Ich fahre gerne rücksichtsvoll. Oh, das ist sehr vorbildlich. Ich bin nämlich eher Anfänger und ich habe immer Angst, wenn die von hinten angeschossen kommen, wie die komplett Geisteskranken. Nein, das ist halt eher
suboptimal dann. Ja. Genau, perfekt. Das Schild wieder anheben, wunderbar. So. Schöne Drehung. Oh, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Für das ist das erste Mal machen, genau, Schild wieder drehen. Jetzt können wir das Schild mittig machen eigentlich, oder? Können Sie, ja. Jetzt haben wir ja, jetzt fahren wir ja hier. Okay. Denken Sie immer daran, bei jeder Überfahrt vom Schnee wird er auch noch verdichtet. Hm. Einfach, dass Sie das im Hinterkopf haben. Ja. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ja mal noch mit einer Windmaschine zu fahren. Dann würden Sie das auch sehen. Die hat noch ein bisschen mehr Kraft. Die würde man dann von oben anfangen und die Piste von oben nach unten bearbeiten. Ach, Sie meinen da, wo man sich mit der Winde einhängt und dass man genau. Dann die richtig... Oh, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da die Eier zu habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Doch, das machen wir mal zusammen. Wenn es mal so weit ist, machen wir das in Rosenberg. Weil ich sage, wie es ist, also das mit dieser Winde da und so, das habe ich schon ein paar Mal gesehen beim Skifahren. Ganz anderes Gefühl. Ja, das ist das, ja genau. Aber das müssen Sie mal machen. Wenn Sie das beherrschen, können Sie mit dem anderen mal anfangen, würde ich sagen. Okay. Ah, ja, genau, schön langsam. Oh. Mhm. Genau, das passt. Moment. So. Genau, wenn Sie sehen, der Berg wird größer, Schild ein bisschen hochnehmen, optimale Verteilung. Perfekt, schön. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schauen Sie sich das Bild mal an. Ist gar nicht so schlecht. Weltmeister, ja, wunderbar. Ist aber Wahnsinn, ne? Was hier für ein Aufwand betrieben wird, um die ganze Schnee hierher zu kann und zu machen und zu tun. Also das ist schon irre. Gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Meier, für die Einweisung. Das ist, ich glaube, da können wir hier zu zweit richtig rocken, das Ding. Ja, denkt einfach immer schön vorsichtig fahren, Drehlicht dran lassen, vielleicht sogar noch das Licht, je nachdem. Gut, es ist jetzt Mittag, aber dann passt das schon eigentlich. Ja, sehr schön. So, na gut, meine lieben Freunde. Während wir hier die Piste noch präparieren und fertig machen, wünschen wir euch viel, viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was geboten gekriegt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Lasst gerne ein Däumchen da. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss und ciao. Tschüss.